Wir sind unterwegs in der Toskana, in Santa Croce. Hier im Gerber-Distrikt wird Leder vor allem für Schuhe und Taschen vieler Luxusmarken produziert. Aber unter welchen Bedingungen? Trotz zahlreicher Anfragen kommen wir erstmal in keine Gerberei. Zuschauer unerwünscht. Nur von einem Zulieferbetrieb bekommen wir doch eine Zusage. Hier werden die ersten Schritte der Lederproduktion erledigt. Die Tierhäute werden vom Fleisch abgetrennt. Man hat extra für uns aufgeräumt, erfahren wir später. Aber immer noch stinkt es bestialisch. Auffällig, unter den Arbeitern viele Migranten. Die Arbeit hier soll aber nicht nur hart sein, sondern auch gefährlich. Hier in der Fabrik können wir mit den Arbeitern nicht reden. Später treffen wir uns mit einem Lederarbeiter, der in einer anderen Fabrik gearbeitet hat. Dann aber hat er einen Unfall. Eine Maschine riss ihm die Fingerkuppen seiner linken Hand ab. Bei der Maschine gibt es ein Sicherheitssystem, das die Maschine automatisch abschaltet, wenn die Finger hineingeraten. Aber bei mir haben sie das System einfach verändert, damit die Maschine schneller läuft und mehr produziert. 5 Kinder hat Ibrahim zu ernähren. Aber kurz nach dem Unfall verliert er den Job. Ein tragischer Einzelfall. Wir treffen den Gewerkschafter Papademba, der sich um genau solche Menschen kümmert. Immer wieder kommt es zu Arbeitsunfällen, sagt er. Wir hatten sogar Tote. Und das waren meist Immigranten. Dazu kommt, viele der Arbeiter leben in ständiger Unsicherheit, sind über Zeitarbeitsfirmen angestellt, manchmal nur tageweise. Aber weil es sonst kaum Arbeit gibt, haben sie keine andere Wahl. So wie bei Ibrahim. Das ist die neue Form der Sklavenarbeit. Man hat keine andere Möglichkeit, als da mitzumachen, weil man eine Familie hier hat, die man ernähren muss. Wenn man nicht dort arbeitet, was soll man sonst machen? Ich will ja nicht stehlen oder Drogen verkaufen. Niemals. Miese Arbeitsbedingungen, dazu Unfälle, Todesfälle und das mitten in Europa. Interview bei der für Arbeitsschutz zuständigen Behörde, die auch die Kontrollen durchführt. Die Zahl der Unfälle und Erkrankungen sei im Vergleich zu früher zurückgegangen, will Luciano Arena beschwichtigen, muss aber gleichzeitig zugeben. Nach meiner Erfahrung stellen wir höchstens bei 2 oder 3 von 10 Kontrollen keinen Bußgeldbescheid aus. Es ist selten, dass wir aus einem Betrieb rausgehen, ohne dass wir Bußgeld verlangen oder Auflagen machen müssen. Bei der Hilfsorganisation Abiti Politi allerdings glauben sie, die Behörden sind gar nicht so ausgestattet, dass sie gegen die Zustände in den Fabriken vorgehen können. Francesco Gesualdi hat monatelang in der Lederbranche recherchiert. Es herrscht hier ein Klima der Omerta, des Schweigens wie bei der Mafia. Hier sind die Gerbereien mächtig. Santa Croce ist ein Gerberdistrikt. Die Gerbereien können immer mit dem Thema Arbeitsplätze erpressen. Außerdem hat seine Organisation herausgefunden, die gefährlichen Arbeitsschritte werden immer mehr ins Ausland ausgelagert, wo es noch weniger Kontrollen gibt. Brasilien oder Fernost. Sie importieren die Häute, verarbeiten sie weiter und schreiben Made in Italy drauf. Die Ergebnisse der Recherche hat er in einem Bericht zusammengefasst, als Teil einer internationalen Kampagne für bessere Bedingungen in der Lederproduktion. Zurück in Deutschland, Berlin. Hier treffen sich weitere Aktivisten, ebenfalls Teil der Kampagne. Sie alle wollen Aufklärungsarbeit leisten, auch über die Zustände in Italien. Made in Italy, das ist auch dieses Made in Europe, das so gern kolportiert wird. Das heißt einfach, dass die letzten Fertigungsschritte, wie vielleicht nur Verpackung oder Sonstiges, die aber sehr kostenintensiv in Europa sind, hier gemacht werden. Aber der Rest wurde woanders zugekauft, eingekauft oder auch sonst irgendwie gefertigt.